laut genug. So, moin moin! Willkommen im Peterhaus! Bei Jugendhack Nord 2016. Ja, schön, dass ihr alle da seid, dass wir so, ist richtig voll geworden hier. Wird ein bisschen warm vielleicht. Hört ihr uns da hinten auch? Also, ich höre so ein Mittel. Können wir noch ein bisschen lauter werden, ohne dass ihr vorne den Leuten die Ohren wegknallen? Besser? So, okay, es kommt jetzt sind wir ein bisschen lauter. Gut. 44 Stunden, 16 tolle Projekte, 70 Junghacker, 24 Althacker und 11 Livehacker. Was heißt das? Die Junghacker sitzen hier vorne alle, die haben die ganzen Projekte gemacht. Die Althacker sind die Mentoren. Naja, und die Livehacker sind das ganze Team, die hier quasi ein bisschen ihr Leben auf den Kopf gestellt haben, um das Ganze hier auch hinzustellen. Ja, wir hoffen, euch gefällt das, was wir jetzt hier euch die nächsten anderthalb, zwei Stunden präsentieren können. Wir sind auf jeden Fall super stolz, was hier alles geleistet worden ist. Und Genau. Was ist Jugendhackt eigentlich? Jugendhackt ist ein gemeinnütziges Förderprogramm für technikprogrammierbegeisterte Jugendliche. 2013 in Berlin gegründet worden, mittlerweile zum zweiten Mal als regionaler Ableger hier in Hamburg. Das bin ich, glaube ich. Genau. Also, was ist Jugendhackt? Weißt du's? Ja, ich wusste es vorher zwar auch schon ein bisschen, aber netterweise hat der NDR gestern hier vorbeigeschaut und das Ganze relativ gut zusammengefasst. Das können wir uns mal anschauen. Programmierbegeisterte Jugendliche aus ganz Norddeutschland sind an diesem Wochenende in der Sternschanze zusammengekommen. Bei Jugendhackt entwickeln sie Computerprogramme, die dabei helfen sollen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Bis morgen Mittag haben die Nachwuchsprogrammierer Zeit, ihre Ideen umzusetzen. Um an Jugendhackt teilnehmen zu können, müssen sie zumindest Grundkenntnisse im Programmieren haben. Egal ob Internetseiten, Handy-Apps oder computergesteuerte Geräte, alles ist möglich. Was sie am Ende entwickeln, ist alleine ihnen überlassen. Die Veranstaltung möchte den Hacker-Begriff von seinem Negativ-Image befreien. Die Jugendlichen arbeiten ausschließlich mit Datensätzen, die offen zugänglich sind. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt. Nimm eins. Okay, ich nehme deins. Super. Ihr habt euch bestimmt, ein oder andere hat sich entdeckt. Das war gestern Mittag live. Also wir sind hier top aktuell unterwegs. Das ist Jugendhackt Nord und dieses Jahr mit sensationellen 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. So ein Event ist natürlich nicht einfach so machbar. Wir haben ganz viel Hilfe und Unterstützung von unglaublich vielen tollen Menschen bekommen. Ich werde sie nicht alle einzeln erwähnen können, das nimmt uns einfach die Zeit. Ihr seht die alle, ganz besonderen Dank an der Stelle an Next Media, an die Körperstiftung und an die Zeitstiftung. Natürlich an die Mentoren, die ohne die wäre dieses Event einfach nicht möglich gewesen. Die haben die Kinder super unterstützt, die haben mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Das Orga-Team noch einmal erwähnt. Ganz, ganz großes Hacker-Kino hier in Hamburg die letzten zwei Tage. Das geht noch lauter. Ja, noch mehr. So. Ach so, jetzt bin ich dran, genau. Es gibt auch einen Livestream, das könnt ihr jetzt mal schnell twittern, falls ihr es noch nicht getan habt. Das wird hier schön live vom VOG-Team, vom CCC in die Welt geschickt. Nicht nur unser Event hier, sondern auch das noch von West und Süd, genau, in Ulm und Köln. Das sind die Hashtags Jugendhackt und JH Nord. Da schön unter den Hashtags twittern, bitte.
So, was ist denn die letzten zwei Tage hier passiert? Einige Jugendliche sind ja nach Hause gefahren, da haben sie bestimmt schon ein bisschen was erzählt. Nur ganz, ganz kurz. Wir haben Freitag angefangen mit verschiedenen Input-Talks, dass die Jugendlichen auch so ein bisschen Unterstützung bekommen. Wir haben Hardware vorgestellt, wir haben kurz über Open Data gesprochen, wir haben uns an verschiedenen Themenbereichen organisiert, orientiert, wie zum Beispiel Gesellschaft und Kultur, Zukunftsstaat, Freizeit und Sport. Das waren alles Themenbereiche, in denen sie dann ins Brainstorming gegangen sind. Es waren unglaublich viele Ideen. Wir sind nicht hinterhergekommen, sie zu zählen, wie viele Ideen im Brainstorming entstanden sind, aber es war eine unglaublich tolle Atmosphäre, eine super schöne, kreative Stimmung. Es haben sich Gruppen zusammengefunden. Das ist einfach nur wunderbar. Wir sind am Ende mit 16 Projektteams da rausgekommen. Ja, und Samstagmorgen irgendwann, als dann alle Gruppen sich gefunden haben, wurde dann auch endlich mal gehackt. Genau, was ist ein Hackathon eigentlich? Es ist aus Hacken und Marathon zusammengesetzt. Eigentlich geht es darum, in kurzer Zeit, in einem begrenzten Zeitraum, so ein Projekt zu entwickeln. Es geht nicht immer darum, dass es fertig wird. Das ist manchmal oder meistens gar nicht möglich. In diesem Fall ist es auch wichtig, einfach dazu zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist eben auch sehr gut, Fehler zu machen und daraus zu lernen, Problemstellungen zu haben. Und manche Sachen sind eben kleiner, manche sind größer. Die Ziele sind meistens sehr groß bei den Teams hier gewesen. Da musste man ein bisschen gucken, was kann man hier am Ende präsentieren. Aber wir hoffen natürlich, dass die Projekte, selbst wenn sie jetzt erst in der Konzeptionsphase sind, dass sie noch weitergeführt werden. Auch wir hatten die letzten zwei Tage eigentlich einen Lifehack durchgängig. Auch wir haben immer wieder den Prozess geändert und haben uns aktualisiert. Technik. Dankeschön. Lifehack, ne? So hier Hackathon, Probleme erkennen, lösungsorientiert arbeiten. Weiter geht's. Genau. Hacking. Es wurde gehackt. So. Wir wollen gar nicht so viel Theorie erzählen. Es sitzen hier 70 Kinder, die nur darauf brennen, euch zu zeigen, was sie alles gemacht haben. Und wir sind mega aufgeregt. Wir haben nur einen Bruchteil mitbekommen. Wir waren total begeistert und wir freuen uns tierisch auf die Projekte und auf die Präsentation. Es ist natürlich so, es ist ein Hackathon und wir haben 16 Teams. Ihr seid alle Gewinner, weil ihr habt zwei Tage lang mega gerockt. Es ist ganz großartig, was ihr gemacht habt, aber ein paar Projekte möchten wir natürlich nochmal extra würdigen. Wir haben verschiedene Kategorien, einmal der beste Code, dann das beste Design, den Aha-Moment, das ist so, oh, da habe ich vorher auch überhaupt noch nicht dran gedacht, aber recht haben sie. Den Sonderpreis passend zu unserem Themenschwerpunkt dieses Jahr, Datenräume und Köpfe öffnen, dann passend zu Jugendhakt, unser Motto, mit Code die Welt verbessern. Und dann seid ihr gefragt, es gibt natürlich einen Publikumspreis, weil auch ihr sollt natürlich euer Lieblingsprojekt bewerten. Wie das funktioniert, erzählen wir später nochmal. Genau. Und an dieser Stelle möchten wir einmal ganz kurz vorstellen, wer sich denn gleich die Mühe macht und die schwere Entscheidung treffen muss, diese Kategorien zu benennen. Das ist einmal Dorina Gamm vom Chaos Computer Club. Dann freuen wir uns genauso sehr, dass Diana Knodel wieder da ist, Gründerin von AppCams und bei den Geekettes dabei. Andreas Hedrich als unser Medienpädagoge in der Jury und Initiator von Initiative Creative Gaming. Ja, ich sehe gerade, da ist ein Fehler auf der Präsentation. Initiative Creative Gaming heißt es. Und natürlich, bester Code, wir haben 24 großartige Mentoren da. Es ist eine... Marco Maas musst du noch. Ach, Entschuldigung, reden. Ja. Aber der ist hier. Ja, er ist hier. Genau, ich mache einmal den Mentor. Es ist so voll. Ich sehe hier 1000 Leute. Es ist ganz schön warm hier oben und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
zu den Mentoren. Es ist dieses Jahr eine Gruppenentscheidung gewesen der Mentoren, weil wir einfach so viele Projekte hatten und stellvertretend dafür nicht Dominik Dassow, die haben sich in letzter Minute umentschieden, sitzt Hanno Zuller mit in der Jury und natürlich Marco Maas, unser Open Data Experte, ist auch wieder dabei. Ja, wir können eigentlich starten, oder? Wir haben auch genug geredet. Ja, würde ich sagen. Wir starten jetzt mit dem ersten Team. Das heißt No Game, No Glide. Da drin in diesem Team sind Sebastian, Johannes, Melanie, Mareike, Alexander und Hanna. Euch bitte ich mal auf die Bühne hier. Großen Applaus für No Game, No Glide. Wenn wir rumreichen. Also hier ist die Seite. Links. Verdammt. So, hier werden nochmal, ich gehe mal hier von der Box weg. Hier werden noch ein paar Sachen angeschlossen. Und oh, ich glaube, ich muss ein bisschen woanders hin, ne? Ja, No Game, No Glide. Was kann das wohl bedeuten? Irgendwas mit Spielen könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier auch nichts vorwegnehmen. So, ich glaube, wir sind soweit. Dann übergebe ich das Mikro an euch. Hallo an alle erstmal und an die, die dem Stream zuschauen. Wir hatten natürlich erstmal die Idee, wie ihr hier sehen könnt, ein Remake von dem Spiel Subway Surfers für das Google Cardboard zu machen. Das Google Cardboard ist an sich eine einfache Variante einer Virtual Reality Brille. Das ist ein einfaches Stück Pappe zusammengefaltet und steckt man sein Handy rein und dann hat man es dann vor den Augen. Unsere Idee war, wie bereits gesagt, das Spiel eben Subway Surfers zu remaken, nachzumachen in der virtuellen Realität. Aber wie kommt man eigentlich darauf? Zuerst hatte man eben die Idee, dass man eine interaktive Karte von Hamburg machen kann, mit vielleicht noch ein bisschen Routenplaner, aber natürlich kommt man früher oder später auf das Spiel und so kann man auch früher oder später auf Subway Surfers. Da dies aber eine solche Routenplanung ein bisschen sehr viel Zeit verbraucht hätte, viel mehr Zeit als wir haben, haben wir uns dann auf das Grundkonzept von Subway Surfers genommen, wo man eigentlich mehrere Seiten und man muss verschiedenen Hindernissen ausweichen. Wir hatten da auch eine Idee hinter den Namen und da möchte ich dann an meinen Kollegen hier Alex überreichen. Danke. Ursprünglich hatten wir ein paar Namen im Kopf und die Idee kam aus einem Anime namens No Game No Life und wir haben das so interpretiert. Also in den Anime ist es so, wenn der Hauptheld nicht spielen darf, ist er so gut wie tot. Und in dem Spiel ist es so, wenn man nicht weiter rennt, stirbt man auch eben. Game over. Und so ist er auf den Namen gekommen. Jetzt kommen wir eben zu den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Natürlich stehen einem Team hier sehr viele... sehr viele Entwicklungsumgebungen zur Verfügung, aber da wir für das Google Cardboard uns entschieden haben, mussten wir, damit es einfach ist, dass die Unity-Umgebung benutzen. Wir haben uns auch sehr stark auf die Musik konzentriert, da hatte einer von uns eine große Musiksammlung und hatten dann ausgewählt, so dass sie auch benutzen würden. Und jetzt dazu, wie wir eigentlich damit die Welt verbessern wollten. Wie einigen bestimmt bekannt ist, ist die Virtual Reality, also die virtuelle Realität, sehr stark im Anmarsch, wie Oculus Rift, mit Geräten wie Oculus Rift und HTC Vive. Und Google ist jetzt auch mit dem Cardboard im Rennen. Da habe ich mir bisher eigentlich schon einige Apps angeguckt und die waren eigentlich bisher langweilig. Man konnte nur umgucken und nicht sehr viel interaktiv. So wollten wir mit unserem No Game No Glide, wollten wir eine interaktive, lustige und nicht langweilige Einführung in die virtuelle Realität machen. Ein kleiner Seiteneffekt ist auch, dass die Langeweile auch noch vertrieben werden kann.
Das war jetzt eigentlich die Präsentation dazu. Live können wir noch nichts zeigen, weil wir nicht es in Zeit beendet haben. Es tut uns leid. So, ihr seid fertig mit eurer Präsentation? Ja. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für No Game, No Glide. Noch einmal einen Applaus vielleicht. So, dann haben wir die nächste Gruppe. Die heißt Social Connect. Marcel, Alisa, Niklas und Johannes. Macht euch schon mal auf den Weg. Social Connect. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ihr seid vollzählig? Ja. Okay, Hanno kümmert sich um die Technik. Weißt du, was sie connecten wollen? Nee, nicht so ganz. Was Soziales? Jemanden? Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal überraschen. Und hast du eigentlich schon mal Virtual Reality gespielt? Also so eine Brille aufgehabt? Ja, mir ist schwindelig geworden. Ich hoffe, dass es den Kindern nicht passiert. Ich habe das auch gemacht, aber ich habe gesessen. Das war gut. Ich bin gespannt, wie das Projekt weitergeht. Jetzt sind, glaube ich, Social Connect auch fertig. Euer Mikro ist da. Mal kurz, ist da Sound drauf? Hallo? Super. Ja, also erstmal hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten das Projekt Social Connect und zwar haben wir uns ganz stark mit dem Problem beschäftigt, dass viele Leute heutzutage eben nur noch sich im Internet kennenlernen und chatten und quasi eigentlich nur noch zu Hause sitzen, anstatt irgendwie rauszugehen und sich zu treffen und Dinge zusammen zu machen, also quasi ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. Und deswegen haben wir ein Programm programmiert, bei dem eben Leute einen Großraum angeben können und eine Aktivität, die sie gerade gerne machen würden und dann quasi zufällig mit anderen Leuten in einen Chat geworfen werden und sich da dann treffen können. Also andere Leute mit dem gleichen Großraum und der gleichen Aktivität, so dass man eben rausgehen kann und nicht nur irgendwie über Chat kommuniziert. Wir haben bei der ganzen Applikation auf die Windows 10 Applikation zurückgegriffen, um da das zu visualisieren. Wie gesagt, man kann seinen Großraum auswählen, das heißt, wir haben bisher den Norden abgedeckt. Man kann halt die Aktivitäten dann auswählen. Wir haben im ganzen Programm auf MySQL beziehungsweise generell auf Winsock gesetzt. Also wir haben, wie gesagt, Winsock ist halt dafür da, dass wir Client und Server miteinander kommunizieren lassen können. Und das PHP-Skript, was wir dafür haben, gibt halt einen User zurück, mit dem man dann in den Chat geworfen wird. Und bei dem Chat, den wir haben, wo aktuell noch steht Not Connected, weil er nicht mit dem Server verbunden ist, damit ist das hier gemeint. Ich kann mich jetzt einmal mit dem Server verbinden. Aktuell ist halt kein Spieler in der Liste, deswegen ist er aktuell mit keiner anderen Person verbunden. Wir haben halt hier wieder auf Winsocks gesetzt und auf ein PHP-Skript, was die letzte Nachricht zurückwirft, wenn man dem Server eine Nachricht schickt. Gut. Serverseitig haben wir, wie bereits erwähnt, ein PHP-Skript, das durch einen Zufallsalgorithmus sämtliche Suchenden zusammenwirft, wo die Kriterien übereinander stimmen. Das Ganze haben wir über MySQL und PHP gemacht. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal dieselben Sachen, die Niklas angegeben hat, und verbinde mich jetzt auch mal. Ich stecke jetzt hier einmal um. Und man sieht direkt Partner gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt Niklas anschreibe, zum Beispiel mit einem Hey, kann er mir direkt zurückschreiben, auch mit einem Hey. So, das Ganze funktioniert, wenn wir jetzt ein verschiedenes Areal ausgewählt hätten oder eine andere Aktivität, wären wir nicht zusammen in einen Chatraum geworfen worden, sondern halt wirklich nur Leute, die sich für dieselbe Sache begeistern.
dass immer schon eine kleine Grundverbindung da ist zwischen den Menschen, aber sie trotzdem angereizt werden, vielleicht sich doch mal wieder soziale Kontakte zu knüpfen, mal wieder rausgehen, mal lieber das, mal wieder das Leben genießen. Das heißt, ich muss eigentlich nie wieder alleine joggen gehen, ja? Das heißt, ich kann jetzt immer in Hamburg einen Joggingpartner mitfinden. Das ist super. Herzlichen Dank. Nochmal einen großen Applaus für Social Connect. Und die nächste Gruppe, Stachelfrucht. Moritz, Steffen, Benedikt, Jakob und Rebecca, bitte zu mir auf die Bühne. In der Zwischenzeit nochmal einen kleinen Tipp an die Vortragenden. Nicht das Mikro hier vorne, sondern direkt vorher oder so. Man hört euch hinten sonst nicht. Also, ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber schon relativ nah ans Gesicht, damit euch auch die Gäste ganz hinten gut verstehen. Stachelfrucht? Ja, Stachelfrucht. Was kann das wohl sein? Klingt jetzt nicht sehr technisch. Ja, wir begrüßen Stachelfrucht. Das sind Moritz, Steffen, Benedikt, Jakob und Rebecca. Warte mal, die tragen hier gerade ein Fahrrad auf die Bühne. Das ist aber, ja, ein Fahrrad. Okay, wir sind scheinbar wirklich im Lifehacking angekommen. Ich bin sehr gespannt. Das sieht nach viel Gelöte aus. Ja, wir sind gespannt. Stachelfrucht. Ja, wir sehen hier ganz viel Kram. Ja, unser Projekt heißt Stachelfrucht. Das ist ein ultimatives Anti-Fahrrad-Diebstahl-Sicherungsnetzwerk-App-Paket. Damit wollen wir eigentlich nur unser Fahrrad schützen und damit können wir auch ganz toll verfolgen, wo unser Fahrrad denn sich gerade rumtreibt. Man kennt ja, man hat ja solche Probleme, dass die Fahrräder halt unangenehme Ausflüge machen oder ihre Eigentümer dann auch angepisst sind. Und ja, dafür haben wir halt eine Lösung, Stachelfrucht. Stachelfrucht ist von der benutzerdefinierten Seite eine App, basierend auf der ist eine Android-App, welche mit der Programmiersprache Java geschrieben wurde, womit man mit ein paar ganz einfachen Klicks zum Beispiel das Sicherheitssystem aktivieren, deaktivieren kann. Und wenn es dann gegebenenfalls geklaut ist und das Sicherheitssystem aktiviert ist, kann man dann auch direkt mit einer GPS-Verfolgung gucken, wo es sich denn gerade befindet. Wir haben das sogar da. Wir sind aber leider von der Zeit her nicht fertig geworden. Deswegen haben wir eine Art Emulation dafür gemacht. Und ja, das wird dann einmal Steffen kurz machen. Also wir haben hier erstmal die Anmeldung, wo man halt Benutzername und... Das ist Kamera. Ja. Geh zur Kamera. Okay. Also wir haben hier einmal die... Oh. Nicht sehr gut. Ja, also wie gesagt, ja. So, okay. Wie? So? Okay. Ja. Also wir haben ja einmal die Anmeldung, wo man sich anmelden kann, um sich dann mit dem Server zu verbinden. Und hier hat man einmal den aktuellen Status. Also zurzeit ist es dann aktiv, wo man dann halt sehen kann, wo das Fahrrad dann ist und ob es geklaut wurde. Wenn man hier einmal auf GPS-Tracking geht, dann sieht man hier eine Karte und gerade auch den Standort des Fahrrads. Das wird dann hier mit einem roten Wegpunkt markiert.
So viel dann zur App. Also verwaltet wurde das alles über ein MySQL, also über eine MySQL-Datenbank und einem Server, für die ich verantwortlich war. Und dort wurden all die GPS-Daten hineingespeichert, inklusive des Benutzers. Und von dort aus wurde dann auch geguckt, ob der Status ist, ob das Fahrrad gesperrt ist oder nicht. Und dadurch wurde es dann von der App abgerufen, all die Daten, wo das Fahrrad sich befindet. Und wenn es demnach dann gesperrt ist und es sich bewegt, dann wird das halt quasi auf die App weitergeleitet und die App benachrichtigt einen dann, dass das gestohlen wurde oder so. Am Fahrrad haben wir dazu einen Raspberry Pi angebaut, der hier in dem kleinen Gehäuse sitzt. Er kommuniziert derzeit noch mit WLAN, mit dem Server. Später soll das Ganze auf Mobilfunk umgemodelt werden. Nur da wir hier keine Mobilfunkmodule zur Verfügung hatten, haben wir erstmal WLAN genommen. Wenn man das Vorderrad dann dreht, da ist ein Nabendynamo drin, reagiert der Raspberry Pi darauf und schickt einen Alarm raus und sendet es an den Server. Kannst du mal kurz drehen? Vorderrad anheben und drehen. Habt ihr ein Signal? Ton? Vorhin hat es doch funktioniert. Ja, das waren wir mit dem ganz lauten Fiebton, was... Ja. Ich weiß jetzt... Der ist aus. Da liegt es nicht. Ja. Vorführeffekt. Das war's. Ah. Ja. Das ist alles was anderes. Keine Ahnung. Ja. Wollen wir es jetzt mal versuchen, oder? Ja. Also, nur als Information, das, was ihr gerade eben gehört habt, war definitiv nicht der Alarmton. Auch das ist typisch für einen Hackathon. Genau das meinten wir mit Probleme erkennen, dran arbeiten, direkt weitermachen. Okay, ganz kurz, es klingt tatsächlich wie eine Türsirene. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, wir haben es gehört. Also ich habe es ein paar Mal gehört und ich fand den Ton total super. Ich bin der Meinung, die haben jetzt mal einen Mega-Applaus verdient. Wolltet ihr nach dem Ton noch was sagen? Bin ich euch jetzt ins Wort gegrätscht? Nein? Okay. Dann vielen lieben Dank für euren großartigen Prototypen. Mir wurde gesagt, das Fahrrad kann auf der Bühne stehen bleiben. Es kommt ein anderes. Ach so. Ja gut. Gut. Dann Smike, Konrad, Jonathan, Tjorven und Matteo. Scheinbar haben wir zu viele Fahrräder in Hamburg, die wir verbauen können. Ich bin sehr gespannt, was die denn mit einem Fahrrad gemacht haben. Ich sehe gar kein Fahrrad. Ich bin sehr gespannt. Ach, du musst es noch holen. Ja. Fahrrad. Also, Guido, hast du eine Ahnung, was die jetzt auch noch mit dem Fahrrad machen? Fahrrad fahren sicher nicht. Das wär lustig. Hier durch mit dem Fahrrad. Elektrofahrrad ist sicher auch nicht.
Ich hör manchmal Musik beim Fahrradfahren. Kann das damit was zu tun haben? Ja, das ist aber... Was kann... Da ist auch was dran gelötet. Ich lass die jetzt einfach mal, oder? Ich gebe mal das Mikro ab. Genau, also... Wir sind die Gruppe hinter Smike. Das ist eine ähnlich kreative Verschmelzung wie Hackathon. Kommt aus Smart und Bike. Ja, wir fanden irgendwie... Egal. Und das war doch halbwegs kreativ noch. Ja, und wir wollten damit vor allem das Problem lösen, dass wenn man Fahrrad fährt, man ja gerne dabei Musik hört und häufig diese Musik aber nicht zur Trittgeschwindigkeit passt und man dann gerne mal langsamer fährt, als man eigentlich fahren wollen würde oder halt schneller, als man eigentlich könnte. Und um dann die jeweilige Person vom Kollaps zu bewahren, haben wir jetzt ein... kleinen Raspi da hinten rangebaut. Dazu wird euch aber auch gleich Jonathan nochmal was sagen. Und der macht jetzt im Endeffekt es so, dass durch einen Magnetsensor an der Pedale die Musik zwar abgespielt wird, die halt zur Tretgeschwindigkeit passt. Ja. Ach genau. Und dann war uns dann, als wir das fertig geprogrammiert hatten, hatten wir noch etwas Zeit übrig und wir haben dann noch eine zweite Sache mit dem Raspi gemacht. Ja, dazu möchte ich euch was erzählen. Und zwar gibt es ja neben dem Problem, dass man, wenn man Musik hört, nicht den Beat tritt, noch ein weiteres Problem, und zwar das Sicherheitsproblem, dass oftmals Autofahrer, besonders Taxifahrer, sehr aggressiv fahren und vielleicht auch auffahren. Und besonders wenn man bremst, ist das eine sehr hohe Gefahr. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht ein Bremslicht anbauen und das wollen wir auch gleich alles einmal ausprobieren. Ich gebe es jetzt nochmal zurück. Ja, genau. Um den Raspi vernünftig ans Fahrrad zu montieren, haben wir eine Hülle gebaut, welche wir mit SketchUp modelliert haben. Diese Hülle sieht man hier und die Hinterseite ist rot, transparent, damit man vernünftig das Licht durchsieht. Genau, wir versuchen das jetzt mal. Will es? Ja. Gut, dann wollen wir. Wenn man jetzt anfängt zu treten, dann wird sich das Lied ändern, je nachdem, wie schnell man halt tritt. Der Übergang ist noch nicht ganz ausgearbeitet, da wissen wir auch noch nicht, woran es liegen könnte. Theoretisch sollte es funktionieren, aber naja. Und wenn man jetzt Matteo jetzt hier gleich die Bremse betätigen wird, geht ein Brettlicht an. Danke. Das sind bislang die Funktionen von Smike. Vielen Dank. Ja, super. Das ist mal, ja, so ein Ding will ich auch. Jetzt als nächstes kommt SPM. Ich weiß zwar, wofür das steht, aber das will ich nicht vorwegnehmen. Jonas und Lennart, bitte, auf die Bühne. Okay, nur einer. Nur Lennart für euch jetzt. Nimm mal das Mikro. Danke.
Wir haben uns gedacht, dass ein Messenger in der Form, wie wir ihn jetzt haben, zum Beispiel Jabber oder Telegram, nicht zu 100% sicher ist. Aus dem Grund haben wir uns gedacht, wir können einen selber bauen mit einer Point-to-Point-Verschlüsselung. Sprich, wenn das jetzt soweit funktioniert, kann ich den auch schon gleich mal zeigen. Ja, gut. Der Server sieht in etwa so aus, es gibt noch ein bisschen Debugging-Log, also das Programm ist so noch nicht ganz ausgeschrieben, sprich im Moment kann man ihn noch nicht direkt einsetzen. Er verschickt so Messages in der encrypteden Variante, sprich wenn ich mich jetzt als einen Client einmal connecte, sieht das Ganze so aus. Die Message selbst kommt leider mit einer kleinen Verzögerung an, das sind wir auch noch bei. Ja, soweit zu dem Programm selbst. Das Ganze ist so, dass wir auf einer AES-Variante den Datenverkehr entschlüsseln. Der Server selbst hat nicht die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, was die Clients miteinander sprechen. Im Moment sind wir dabei, einen Chatroom zu haben, sprich man hat einen Chatroom und in Broadcast-Messages wird dann an alle Clients versendet, die in diesem einen Chatroom drin sind. Die Clients werden automatisch in den Chatroom angemeldet. Soweit ist es das. Dann kann ich einfach mal gleich einen zweiten Client dazu holen. So, hier unten sieht man dann, ich glaube, es sollte nicht mit auf dem Bild drauf sein, aber hier unten ist dann der Chat, mehr oder weniger. Dann gebe ich dann einfach mal Hallo ein. Wird eine Broadcast-Message gesendet, die dauert knapp 5 Sekunden. Und dann taucht hier unten auf, dass von der Source-IP-Address, Source-Port, die Message Hallo dazu kam. So funktioniert das Ganze. Wir haben uns gedacht, keine GUI, weil das Ganze soll eine Konsolenanwendung werden. Der Server selbst, beziehungsweise das ganze Programm ist in Python geschrieben. Der Server ist portable, sprich man nimmt den Server einfach mit auf zum Beispiel einem Raspberry Pi, stellt ihn zu Hause in die Ecke und soweit können alle Geräte, die portable sind oder Python, den Python-Interpreter unterstützen, dann damit arbeiten. Das war das. Vielen lieben Dank, Lennart. Das heißt, ich kann endlich sichere Texte verschicken mit meinen Freunden und Bekannten. Bei dem nächsten Projekt musste ich persönlich sehr, sehr schmunzeln, als ich den Namen gelesen habe. Malte Mart kommt bereits schon auf die Bühne, das ist super. Das sind Malte, Tim, Dennis, Jan und Moritz. Und ich kann mir nur erklären, dass es um Malte geht. Wir sind auf einem Hackathon, essentieller Bestandteil. Und wahrscheinlich haben wir nicht genug Malte verteilt und sie haben sich eine Lösung fürs nächste Jahr überlegt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich sehe eine Kiste und ganz viel Hardware. Oh, Hanno! Okay, das heißt, ihr braucht noch einen Moment, wie ich sehe. Ihr kriegt das aber hin. Live-Hacking nochmal. Okay, Einleitung funktioniert. Ich übergebe Marte Mart. Ja, hallo erstmal. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir haben das Projekt Marte Mart angefangen mit der Idee, den Mentoren das... also wir haben hier ein System gehabt, dass man da vorne zur... zum Tresen hingehen kann und sich Mate, das ist ein Tee mit viel Koffein, ziehen kann. Man darf allerdings höchstens 4 haben. Und das System funktioniert mit Mate-Marken. Und um es den Mentoren halt zu erleichtern, die Mate auszugeben, und weil wir hier ja nicht, also weil wir hier bei Jugend hackt sind und das mit irgendwie Papiermarken erstens natürlich umweltschädlich ist und zweitens wir das auch digitalisieren wollen, haben wir es einfach mal probiert. Und ich stelle vor, das ist unser Marte Mart. Und seid ihr fertig? Ja, genau, das Team Marte Mart begrüßt euch. Wir sind Tim. Ach so, Marte. Ja, und Mart. Und Marte Malte. Ja, und ich bin Dennis. Nice. Deppi startet. Ja, okay. Bisschen Hardware. Soll ich anfangen? Ja, okay. Ja. Also, ich erzähle euch jetzt kurz was zum Aufbau vom
Mathemat. Der Mathemat besteht überwiegend, wie man schon sieht, aus einer Getränkekiste. Obendrauf ist festgebunden ein Rusby. Dann start mal neu. Durchgehend neu. Start nochmal neu. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's. So, genau. Auf jeden Fall, genau. Ein Raspi, dort ist eine Kamera dran, das funktioniert mit QR-Code-Scanner, das zeigen wir euch später noch. Und ja, ich gebe kurz weiter an Jan. Ja, und hier haben wir jetzt so ein Board, wo die ganzen Kabel aus dem Pi zur Steuerung der LEDs zusammenkommen. Und zu den Hardware-Problemen nochmal, eigentlich wollten wir eine Getränkeausgabe machen, das sieht man gerade leider nur an den LEDs, da uns leider ein Servomotor fehlte. Und ja, eben ist uns leider eine LED abgeflogen, die steht jetzt hier oben drauf, wird schwierig die zu sehen, aber vielleicht schaffen, funktioniert das ja. Ansonsten sollte sie hier unten dran hängen. Also, das Ganze läuft über ein Account-System, das heißt keine Mathemarken und keinen Namen eintragen. Wir haben das Ganze mit Python gecodet, das heißt, hier steht jetzt schon, möchtest du ein neues Mathe-Profil erstellen, und das kann ich machen. Also ich werde jetzt gleich eine Nummer, meine Profilnummer ausgegeben kriegen, und wenn ich die dann als QR-Code entschlüssele, sodass es für die Software lesbar wird, sollte, wenn ich noch genug Mathe habe und also man hat ein Konto mit 4 Mate pro Tag und das erkannt wird, sollte die grüne Lampe leuchten. Das steht dann dafür, dass eigentlich Mate ausgegeben werden soll. Das Problem, wir hatten keinen starken Servomotor und die Zeit reichte auch nicht. Aber wenn es alles funktioniert, leuchtet die Lampe. Ich erstelle mir jetzt mal im Hintergrund ein Profil und die Rede noch. Ja. Während ich die App vorstelle. Wir brauchen einmal eine Kamera auf die App hier. Geht das irgendwie? Da, geh auf die andere Seite. Nee, auf die App. Nee, auf die App brauchen wir es erstmal. Ja, das zeigen wir. Ja, also erstmal technische Daten zur App. Das ist eine Android-App in C# über Xamarin und Mono Framework. Ja, hier wird sie einmal gezeigt. Total irgendwie, man kann sehr viel lesen. Also im Grunde, ja okay, jetzt liest man's. Einfach eine kurze Anweisung. Man soll, unten ist ein Textfeld, da soll man seine User-ID eingeben, die jetzt gerade erstellt wird oder wurde von Dennis. Und dann einfach muss man auf den auf den Button drücken. Genau. Da wurde die Profilnummer erstellt. Hast du die jetzt schon angegeben? Die wird jetzt eingegeben. Ja, wie heißt die Kamera, ne? Ja, ich weiß, aber ich bin doch. Wurde der Code generiert? Ich weiß nicht, ob die das da hinten sehen. Wird man gleich noch sehen. Ja, okay. Ja, jetzt zeigen wir den Code. Ja, jetzt zeigen wir den Code. Ne? Also, das Profil erstellt ist ein bisschen langsam dran. Was war hier, ne? Ach, hier. Und nochmal zu dem QR-Code, den erkennen wir, weil wir eine Pi-Kamera da angebaut haben, worüber wir dann mit einem Python-Skript den QR-Code entschlüsseln. Also wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich mir hier gerade ein Profil erstellt mit meinem Namen und das Programm begrüßt mich ganz freundlich. Hallo Dennis, du hast noch 4 Mate frei. Halte dein Gerät mit dem QR-Code an den Scanner. Und du machst das jetzt und dann scannen wir mal. So, der QR-Code wird erkannt. Du hast 5 Sekunden Zeit und dann wird er jetzt gelesen. Du bekommst eine Mateflasche und hast noch 3 übrig und das grüne Licht leuchtet. Wir können das Ganze jetzt beliebig oft ausführen. Nein, nicht beliebig, bis man keine Mate mehr hat. Und, ja. Und nach 24 Stunden, also nach einem Tag, wird das Ganze resettet. Also man hat wieder 4 Mate jeden Tag. Danke. Dankeschön. Super, ein Applaus für Mathemat. Als nächstes kommt PiCash. PiCash sind Jonas und Julian. Vielleicht noch eine Sache zu Mathemat. Ich habe gehört, ihr habt das quasi, als wir die Mathemarkensysteme erklärt haben, habt ihr euch schon eigentlich euer Projekt ausgedacht. Das ging ziemlich schnell. Ja, wir saßen da so in der Reihe und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, lass uns da was entwickeln. Sauber. Lass uns was entwickeln. Das ist gut. Das sehen wir jetzt hier auch von PiCash, was die entwickelt haben. Da wird auch jede Menge aufgebaut. Ich bin gespannt, was das ist. PiCash.
So, ich guck mal, was ich hier so sehe. Das sieht mir aus wie irgendein Tablet. Und was ist das? Ein Drucker vielleicht? Ja? Na, wie man sieht, wird hier einiges angesteckt. Oh, da piepst was. Ich glaube, ich muss von der Bühne. Viel Spaß bei PyCash. Also, unser Projekt war es, beziehungsweise unsere Idee war es, ein Kassensystem zu bauen, zu rekonstruieren und vor allem auch zu verbessern. Dazu haben wir jetzt hier ein Raspberry Pi mit Bildschirm sowie einen Thermodrucker und einen Scanner genommen. Unsere Schwierigkeiten bei dem Projekt waren hauptsächlich, dass wir beide die Programmiersprache, die wir dafür verwendet haben, neu gelernt haben sozusagen. Wir kannten die Grundsätze davon, also Python ist das. Und das haben wir genommen, weil wir wussten, dass das auf jeden Fall einwandfrei auf dem Raspberry Pi läuft. Und dazu haben wir dann auch für die grafische Oberfläche, die wir hier laufen haben, ein Framework genommen für die Fenster, nämlich WX heißt das. Und genau, da haben wir, wie gesagt, dieses Programm geschrieben, was damit mit dem Scanner und mit dem Drucker interagiert. Genau, dann werden wir jetzt einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, sollte gehen. Das Erste, was man machen kann, ist mithilfe des Scanners Produkte einscannen. Bin wunderschön pieps. Produkte einscannen. Das, falls man zu viele Produkte hat, kann man die stornieren. Einmal löschen. Letztendlich, wenn man damit fertig ist, kann man auf Fertigstellen klicken. Sobald man das gemacht hat, hat man die Möglichkeit, das Geld, was der Kunde gibt, einzugeben. Dann wird automatisch das Rückgeld errechnet und auch, was für Münzen dafür verwendet werden. Soll heißen, bei 2,10 Euro Rückgeld, eine 2-Euro-Münze, ein 10-Cent-Stück. Dann kann man im Gegensatz zum normalen Kassensystem entscheiden, ob der Bon ausgedruckt werden soll oder nicht. So heißen, würde Jonas jetzt auf Ausdrucken klicken. Hat man hier einen wunderschönen Bon mit Rechnung, Bargeld, was gegeben wurde und dem Gesamtpreis. Das war so eigentlich unser Projekt, unser Vortrag. Super. Ein Applaus für PyCash. So, die nächste Gruppe ist Torify. Das sind Finn, Raphael, Leon und Florian. Da kommen sie schon. So, während die eine Technik abgebaut wird, ihr habt, glaube ich, nur ein Notebook. Sehr schön. Seid ihr schon komplett oder kommt da noch mehr? Ihr seid komplett, super. Torify. Ich sehe da Tor drin. Wir haben ja auch gerade Fußball-EM, aber die fängt erst nach Jugendtakt an für alle. Also unser Projekt heißt Torify und der besteht aus ist gerade nicht übertragen. Okay. Also unser Projekt heißt Torify und das besteht aus einem Raspberry Pi als WLAN-Access-Point mit Tor-Routing. Außerdem besitzt er eine eigene Web-Konfiguration mit einem Web-Server und man kann neue Circuits immer wieder über die Web-Oberfläche erstellen. Also man kann ohne Tor-Software
Anonym im Internet surfen. Hier haben wir ein Web-Interface, also die Web-Konfiguration von unserem Torify. Da kann man sozusagen den Netzwerknamen für unser Torify erstellen, dann anschließend noch ein Passwort dafür festlegen. Wir nutzen Host-APD für den Hotspot und DNS-Mask fürs DHCP. Wir hatten da auch einige Probleme, zum Beispiel hatten wir verschiedene Wi-Fi-Module und haben dann auch verschiedene Treiber versucht, die dann aber auch nicht funktioniert haben. Und das Konzept wäre ganz einfach gewesen und wir wollen das jetzt auf GitHub nochmal weiterführen, das Projekt, dass es auch anschließend beendet werden kann, benutzt werden kann. Vielen lieben Dank. Ich finde es sehr, sehr toll, dass ihr daran weiterarbeiten wollt. Das nächste Projekt heißt Schnarchbox. Marc, Moritz, Henry, Simon, Tarek, René und Ruben, das sind ganz schön viele. Genau, ihr seid ja schon alle da, das ist super. Ich habe bei dem Namen jetzt fast gedacht, ihr würdet schlafen. Wollt ihr das Mikro schon übernehmen? Ich weiß nicht, wer anfängt. Hallo erstmal. Ich fange am besten gleich an. Kennt ihr das, wenn man so morgens aufwacht und dann liegt draußen Schnee, man hat schon wieder halb verschlafen und dann muss man noch dieses lästige Kratzen der Frontscheibe vom Auto machen. Und dadurch wird natürlich auch wieder Zeit verplempert. Wir haben hier jetzt einen Smart-Wecker entwickelt, der Wetterdaten und Verkehrsdaten aus dem Internet bezieht. Und dieser Smart Wecker nennt sich Schnarchbox. Ja, okay. Wir haben verschiedene Open-Data-Quellen benutzt. Zum Beispiel Verspätungsdaten von der Deutschen Bahn, die die Deutsche Bahn offen zur Verfügung stellt. Außerdem Verkehrsdaten von Google Traffic, womit zum Beispiel Staus erkannt werden können, die dann entsprechend vermieden werden können. Oder auch Wetterdaten. Dazu haben wir uns auch mit einem anderen Projekt zusammengetan, das eine Wetterstation entwickelt hat und eine API dafür geschrieben hat. Also eine Schnittstelle, mit der wir die Wetterdaten von der Wetterstation auslesen können und für die Schnarchbox verwenden können. Wir haben übrigens noch ein anderes Projekt mit verwendet in unserem Projekt und das war die Schnarchbox API, beziehungsweise das heißt jetzt Advice API, die uns auch nochmal Wetterdaten zur Verfügung gestellt hat, aber auch noch Daten von einem Vertretungsplan für die Schule, um das auch mit einem beziehen zu können in der Wegzeit. Hat man Verspätung im Jahr und das sind nur die Zahlen, die man durchs Bahnfahren aufsammelt. Das heißt, man könnte einen Tag länger schlafen, wenn man pünktlich aufstehen würde und der Wecker einem exakt die Verspätung der Bahn mit einberechnet. Wenn wir jetzt noch einberechnen, was Verkehr, also Stau oder auch Wetterbedingungen da noch alles draufrechnen würden, da könnte man wahrscheinlich noch ein paar mehrere Wochen draufrechnen. Und deswegen haben wir gesagt, dass die Schnarchbox vor allem die Welt verbessert. Und zwar lösen wir das Problem, dass wir zu viel Wartezeiten im Leben haben. Hier als Beispiel jetzt genannt Bahnsteige oder Staus, aber halt auch viele andere Bedingungen, die einem den Tag oder die einen länger irgendwo warten lassen. Das führt dazu, dass man häufig zu wenig Zeit zum Schlafen hat. Und dafür haben wir dann die Schnarchbox gemacht und Lösungen präsentiert.
Genau, also ganz einfach, dadurch wartet man nur noch einen Bruchteil auf Bahnsteigen und in Staus und dadurch hat man auch viel mehr Zeit zum Schlafen und ist viel entspannter im Alltag. So, die Software haben wir serverseitig, also im Backend mit JavaScript und Node.js umgesetzt und das Frontend ist einfach mit jQuery, JavaScript, HTML und CSS geschrieben. So. Genau, als Hardware hatten wir einen Raspberry Pi verwendet, welcher als Wi-Fi Access Point zu Hause diente und alle Open Data Dateien halt empfangen hat oder empfangen soll und verarbeitet und dann über Wi-Fi dem Smart Wecker die genaue Weckzeit für den nächsten Tag mitteilt. Als Display haben wir jetzt vorläufig ein Tablet benutzt, ein Lenovo Tab 2, Schleichwerbung. Und das Gehäuse, wie es dann letztendlich aussehen soll, kann man hier auch nochmal sehen. Wir haben, da wir leider nicht so viel drucken können mit dem 3D-Drucker, durch Materialkosten erstmal einen kleinen Ständer gebaut. Genau. Ja. Ja, und ich wollte jetzt mal eine kleine Live-Demo geben hier von unserem Wecker. Ach, nicht. Okay, schon das erste Problem hier. Okay, wir haben hier den Wecker und wenn wir eine neue Weckzeit festlegen wollen, klicken wir einfach hier mal auf die Uhrzeit drauf. Okay, wir klicken nochmal. So, und jetzt können wir auswählen, wann wir in der Schule sein wollen zum Beispiel. Und zwar sagen wir um 8 Uhr. So. Und jetzt können wir aussuchen, wohin wir wollen. Wir wollen zu unserer Schule und wir wollen zum Beispiel mit der Bahn dahin fahren. Und jetzt kriegen wir eine Prognose, wann wir morgen früh losfahren müssen. Und jetzt sagen wir, okay, wir sollten mal vielleicht wieder duschen gehen oder so. Wir müssen vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Und zwar so gegen, ich denke mal so um 6.45 Uhr. Und dann ist das schon eingetragen. Und am nächsten Tag geht dann auch schon der Wecker los. Beziehungsweise vorher prüft der Wecker, ob irgendwie die Bahn zu spät kommt und lässt dann eventuell länger schlafen. Und dann geht auch schon der Wecker los direkt. Das war's. Also ich würde bei dem Turm wirklich senkrecht im Bett sitzen. Finde ich aber, also ganz ehrlich, könnt ihr mir den Prototypen mitgeben? Ich verschlafe so oft. ich muss einmal das zweite Mikro abgeben, das war gerade... So, nächste Gruppe ist schon fast fertig. Super, Lemo. Es sind schon auf der Bühne Sebastian, Finn, Moritz und André. Und ich habe gehört, ihr könnt mir verraten, warum wir heute so ein Schiedwetter draußen haben. Ja, moin moin. Wir sind das Team von Lemo. Anders als die meisten anderen Projekte hier hat Lemo keine besondere Bedeutung. Es ist einfach nur kurz und leicht zu merken. genau, wir haben eine private Wetterstation entwickelt. Das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass der Wetterbericht meistens nur so grob auf den aktuellen Standort zugemessen ist. Und darum haben wir das Ganze ein bisschen personalisiert. Wir haben dafür eine App geschrieben, die ich mal versuche hier zu demonstrieren. Kann man das sehen? Genau. Das läuft im Moment auf iOS. Man hat am Anfang erstmal vier, Ansichtsmöglichkeiten. Temperatur oben links, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Das Ganze wird aktuell live aktualisiert. Man sieht, wir haben 28 Grad. Das liegt ja daran, dass es hier vorne sehr warm ist. Man kann da auch draufklicken, dann kriegt man noch eine, Graphanzeige, die sich jetzt live aktualisiert. Wir können es einfach mal live aktualisieren. Genau, wir können es mal noch ein bisschen extremer aktualisieren.
Ah, okay, ja, es wird mehr. Oh, au, oh, au, oh, au, oh, au. Oh. Genau, hier unten rechts gibt man noch einen Button für mehr in der Zukunft. Da wir einen Raspberry Pi benutzt haben, kann man in der Zukunft sehr leicht andere Sensoren noch hinzufügen, aber dafür erzählt euch André mehr. Genau, wir haben uns den Raspberry Pi ausgesucht mit einem Sensor, der vor Ort war. Wir haben es versucht, sehr simpel zu machen, wie man sieht. Ein Sensor, ein paar Kabel, das war's auch schon. Damit man das möglichst schnell und einigermaßen kostengünstig schnell nachbauen kann, um einfach ein paar mehr Stationen davon zu haben und einfach auch schnell mehr davon auf seinem Grundstück oder in der Stadt verteilen zu können. Auch das Python-Programm, was wir dazu geschrieben haben, ist sehr simpel, damit das einfach schnell drauf laufen kann und einfach schnell bearbeitet werden kann. Also da liegt wirklich nur ein kleiner Teil von der ganzen Arbeit. Deswegen unsere serverbasierten Sachen und sowas wird uns jetzt. Ja, im Hintergrund läuft ein Server, der auf der Programmiersprache Python basiert. Das ist ein Django-Server, der die ganze MySQL-Datenbank verwaltet, da reinschreibt und auch als Ausgabe die Open Data rausgibt, als ein einfaches zu verarbeitendes JSON-Objekt. Was eben auch in der Schnarchbox verwendet wird. Das ist alles sehr einfach gehalten und kann gut verarbeitet werden. Und den Server, für den Server ist auch eine Webseite vorgesehen, die man dann noch im Internet einsehen kann, wie die Daten aktuell sind aus den verschiedenen Stationen. Aber die ist bisher noch nicht ganz fertig geworden, aber ein bisschen kann sie noch. Genau, also wie Sie mittlerweile bestimmt mitbekommen haben, war das ganze Projekt unter dem Motto einfach, einfacher Name, einfacher Client, komplexer Server, komplexe App. Das heißt, die Verarbeitung, oder eigentlich ist der Server auch relativ einfach gestaltet, die Verarbeitung findet erst auf dem Client statt. Also ganz im Sinne von Open Data, ich habe unbearbeitete Daten, die in einer gut lesbaren Form in einem JSON-Objekt vorhanden sind und der Client kann daraus machen, was er möchte. Das heißt, wir haben einen Server, der aktuell bis zu 1000 Wetterstationen verarbeiten kann und diese Wetterstationen kommen dann einfach als riesiges JSON-Objekt an den Client und der Client kann damit machen, was er möchte. Wie wir in der iOS-App gesehen haben, funktioniert das ganz gut und sogar live und das Ganze flüssig. Die Webseite ist noch nicht ganz fertig geworden, dort hätten wir noch eine Karte gesehen, wo meine verschiedenen Wetterstationen liegen und halt auch die Live-Daten. Super. Klasse. Das war Lemo. Mit ganz viel Technik gelötet. Ich weiß gar nicht, ob dieses Gehäuse auch irgendwie... Das ist vorgefertigt. Okay, wir haben ja auch einen 3D-Drucker hier und einen Lasercutter. Da wurde auch einiges gebastelt mit. Jetzt kommt, ich muss nachgucken, Discipulus, das sind Markus, Luca, Moritz, Bucheng, Jossi, Rio und Julian, also auch ganz viele. Ich übergebe euch das Mikro schon mal. Wir haben eine App, also beziehungsweise eine Website entwickelt, die Daten über die Schule rausgibt, also wo man auch Hausaufgaben und weiteres aufschreiben kann, was man sonst auf Papier erledigen muss. Und ja, also hier bei JugendHackt wollten wir die Welt verbessern und das verbessert die Welt insofern, als dass es an Schulen viel zu viele Probleme mit Verspätungen etc. gibt. Und dadurch werden die halt alle aus der Welt geschafft, also, ja. Als Backend haben wir einen Node.js-Server und für die Daten benutzen wir eine API, die auch großflächig in Hamburg und Schleswig-Holstein eingesetzt wird. Das Backend geht dann zur API, holt sich die Daten und gibt sie dann auch im Format, wie sie erhalten hat, an den, der den Post-Request gesendet hat, zurück. Ich habe dazu auch eine Android-App dazu entwickelt. Die habe ich erst gestern Nachmittag erst angefangen. Und ja, ich zeige die jetzt mal.
Das sollte man eigentlich sehen. Oben sehen wir halt die WebAntis. Das ist, das wird an manchen Schulen verwendet. Und unten haben wir auch ein anderes System, das ist dieses DSB, weil verschiedene Schulen verschiedene Systeme benutzen. Und da können wir jetzt mal draufklicken. Die DSB, die zeigt halt verschiedene, ist halt auch ein System, das wird jedoch anders integriert und zeigt auch die Vertretung an. Kriegen wir wieder das andere Bild? Das ist dann die Webseite und wir haben jetzt leider das mit den Vertretungen nicht geschafft, aber wir können uns hier alle Klassen und alle Fächer angucken. Zu dieser Website habe ich noch eine To-Do-Liste erstellt für die Hausaufgaben, die man aufschreibt. Und das funktioniert so, dass man in diesem Input-Feld eine Hausaufgabe aufschreibt, eine Aufgabe, die dann mit dem Add-Button zur Liste hinzufügen kann. Genau, oder einfach auf Enter drücken. Und nun kann man diese Einträge auch löschen, denn irgendwann muss man mit den Hausaufgaben ja auch fertig werden. Hinter dieser ganzen Geschichte steckt ein Python-Server, der eine Datei schreibt und liest, eine JSON-Datei. Und in dieser JSON-Datei ist ein Dictionary drin, dieses Dictionary listet die ganzen Hausaufgaben auf. Und wenn jetzt irgendwelche hinzugefügt werden, werden die auch zur JSON-Datei hinzugefügt und die Seite wird dementsprechend neu geladen. Und mit dem Löschen ist es genauso, nur dass halt nicht hinzugefügt wird, sondern aus dem Dictionary gelöscht wird. Ich möchte noch mal was kurz dazu sagen. Also für die Zukunft wollten wir halt also dort verschiedene Vertretungen anzeigen lassen und die können dann später diese Daten an die Schnarchbox weitergeben und die die verlängert halt. Also dass man halt mehr schlafen kann dann. Super, das ist ein guter Übergang. Wir müssen leider auf die Zeit drücken, glaube ich. Du sagst, das wird weitergegeben an die Schnarchbox. Discipulus war das jetzt für euch. Ihr seid durch, oder? Ja. Ja, sehr schön, weil die nächste Advice-API, Moritz und Jossi, nochmal einen Applaus, genau. Die haben auch was damit zu tun, also quasi Lemo und, Lemo und Schnarchbox. Alle greifen irgendwie aufeinander zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin ja jetzt kein Hacker, ich lass mir das nur so sagen. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, wir sind das Team von der Advice-API und wie der Name eigentlich schon sagt, liefert unsere API, also eine API ist eine Programmschnittstelle, Application Programming Interface, sie liefert Empfehlungen aus. Und zwar zum einen, was man bei dem wunderschönen Scheißwetter draußen denn jetzt anziehen soll und ob man jetzt länger schlafen kann oder nicht. Und dazu haben wir, wie gesagt, eine API, die läuft auf Node.js. Wir haben eine App und wir haben eine Website, die man hier schon sieht. Und die API bezieht Wetterdaten von Yahoo. Wir könnten uns aber auch vorstellen, demnächst mal Wetterdaten von Lemo zu kriegen. Super. Und sie kriegt halt die Vertretungsplan-App-Daten von WebAntis, dem empfohlenen Vertretungsplansystem hier in Hamburg. Und auf dieser Website kann man jetzt seine Stadt eingeben. Ups. Dafür.
Genau, wir geben die Stadt ein, drücken Enter und dann bekommen wir eine Empfehlung zum aktuellen Wetter und dazu natürlich auch ein passendes Wetter-Icon. Wir haben eine sehr schöne Library verwendet, die heißt Trianglify. Und mit dieser Library wird der Hintergrund gemacht und der Hintergrund passt sich je nach Wetterstimmung an. In Hamburg ist es jetzt nicht so schön, da ist es blau und kalt. In Sydney, da ist es warm und dann haben wir auch eine schönere Farbe. Ich fände es ja schön, wenn wir auch, genau. Das hier ist die Android-App. Wir fangen jetzt einfach mal ganz von vorne an, wenn man die App zum allerersten Mal startet, nachdem man sich diese App runtergeladen hat. Einfach einmal weiter. Dann geben wir die Stadt ein, unsere Stadt Hamburg. So, und da das Ganze natürlich auch mit diesem System WebAntis kommuniziert, brauchen wir dafür auch die Daten. Okay, das ist die Schulnummer, die ist festgelegt im Antis-System, die bekommen die Schüler meistens mitgeteilt, hoffentlich. Und dann gibt man seine Klasse ein. Danach braucht man noch die Zugangsdaten für WebAntis, denn jede Schule hat halt einen Account, damit nicht jeder Wildfremde darauf zugreifen kann. So. Ah, wundervoll. Es funktioniert nicht. Sonst zeigen wir das alternativ mit der Kamera über mein Handy. Das geht auch. Okay, und hier haben wir die Schnarchbox-App. Diese Schnarchbox-App, die überprüft erstmal, ist es Wochenende? Und bei uns ist ja jetzt Wochenende. Und dann wird ausgegeben, it's Sunday, you can keep on sleeping. Wäre jetzt Montag und die 8D, die wir eben ausgewählt haben, hätte in den ersten beiden Stunden oder in der ersten Stunde Ausfall, dann würden wir darüber benachrichtigt werden, du kannst noch 45 Minuten länger schlafen als sonst. Und hier unten gleich die weitere Message, die gleiche wie auf der Website. Ja, noch einmal was für alle, die eventuell diese Advice-API selber verwenden möchten. Wie man hier jetzt gleich sieht, ja, haben wir da die Website. Und hier gibt's den wunderschönen Link Documentation. Also jeder, der damit arbeiten will, klickt einmal da drauf und hat eine wunderschön tolle, vollständige Dokumentation zu unserer API. Und alle Links gibt es auch nochmal auf Hackdash. Super. Entschuldigung, ich war eigentlich an der Box schon vorbei. Ich finde das super spannend. Ich finde das super spannend, dass so viele Projekte sich vernetzt haben. Und dieses Vertretungsthema, das haben wir immer wieder bei Jugendhack. Das scheint irgendwie ein ziemlich großes Ding zu sein. Vielleicht sollten wir die Hamburger Schulen und die anderen Schulen im Norden mal anschreiben. Auf der Bühne sind bereits Johanna und Hamid mit dem Projekt Maler. Und mir wurde verraten, dass sie ganz viele Ideen hatten, dass sie über Graffiti nachgedacht haben, wo ich mich jetzt frage, ob sie die Hauswand auf der anderen Seite angemalt haben und angesprüht, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die beiden machen. Ja, hallo erstmal. Also zu der Idee zu unserem Zeichenroboter, was er am Ende ist, sind wir gekommen. Es gab diese große Überschrift Kultur und Gesellschaft, glaube ich, war das. Und wir haben uns halt gedacht, wenn das Ganze so ein bisschen
größer wird, dass man am Ende damit Häuserwände bemalen kann und damit Maler sozusagen nicht auf große Leitern stellen muss oder auf gefährliche Konstruktionen und das dann übernommen werden kann. Also erstmal hat der Computer gestartet, den muss ich jetzt kurz anmelden. Okay, das hat so funktioniert. Also, erstmal zur Funktionsweise. Der Maler funktioniert mit zwei Schritten. Also, kennt ihr erstmal das Spiel Etch-a-Scratch? Heißt das so? Etch-a-Scratch. Das ist vor allem in den USA ziemlich beliebt gewesen. Das ist so ein, also ein großes weißes Feld und zwei Räder. Man dreht an diesen zwei Rädern und im Endeffekt zeichnet man dann auf diesem Feld was. Und wenn man das dann schüttelt, dann ist es wieder komplett weiß. Und wir haben uns an dem Prinzip da jetzt orientiert. Also nur, dass es jetzt nicht komplett weiß wird, wenn man schüttelt. Wir vom Prinzip her sind diese zwei Räder mit Motoren angeglichen, die dann mit dem Raspberry Pi gesteuert werden, um ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Das macht dann der Mensch selber nicht mehr. Und die Mechanik ist vom Prinzip her die gleiche. Da haben wir uns sogar nochmal das Patent angesehen und das nachgebaut. Hier sieht man das, da sind halt jeweils die zwei Motoren. Da ist das merkwürdige Konstrukt, mit der das verschoben werden sollte. Also es wird hier rangezogen. Die Holzdinger werden mitbewegt und dementsprechend auch der Stift. Und der zeichnet dann dementsprechend. Das Programm ist in Python geschrieben. Jetzt muss ich den Befehl blind eingeben, ich sehe leider nichts mehr. Okay, es wurde gewechselt. Okay. Ist jetzt richtig? Okay. Kann noch mal, es sollte mal wieder auf das Ding gewechselt werden. Ja, wir hatten leider einen ziemlich großen Zeitmangel. Wären wir fertig gewesen, dann hätten wir erstmal das Programm weiter bearbeitet, sodass er halt auch ein Bild zeichnet. Das haben wir leider nicht mehr geschafft. Und unser Konstrukt besteht hauptsächlich aus Gaffer-Tape und ja. Okay, jetzt wird's nochmal gestartet. Und falls Sie sich fragen, ja, das sind wirklich Äpfel, das war einfach der Mangel an Gewichten, die wir aber brauchten, um irgendwas bewegen zu können. Super, vielen lieben Dank. Das ist ja eine ganze Menge Hardware, die da verbaut wurde, sogar Obst. Ist auch eine Hardware, kann man anfassen. Als nächstes kommt das Projekt Smart Key. Finn, Philipp, Karl, Jan, Ole, Paul, Peter, Leuk, Lovis, ja meine Herren, ihr seid aber eine ganz schön große Gruppe. Ich hoffe, ihr habt euch gut strukturiert bei so vielen Teilnehmern in der Gruppe, aber das wird gelaufen sein. Ich bin gespannt. Ich habe es da immer nur blinken und blitzen gesehen, wenn ich bei denen vorbeigegangen bin. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Der muss, glaube ich, wo die Kamera wieder halten. Wenn ich den vor die Kamera stelle, keine Ahnung. Das ist dann. Ja. Weiter.
Runter. Bildschirm aktivieren, ne? Das ist auch super, dass man das noch extra sagen muss. Ja, den möchte ich auch verwenden. Ja, sieht aus wie falsches Bild. Aber zieh das mir rüber. Ja, würde ich sagen. Ja, ah, spiegel den Monitor mal. Warte. Spiegel den bitte. Spiegeln? Ja, wie geht das? Du, da ist doch noch irgendwo offen. Ja, Anzeige. Weiß, Anzeige ist offen. Wo spiegel ich denn? Bildschirm spiegeln. Ja, also nach einigen technischen Problemen haben wir es anscheinend geschafft. Wir sind SmartKey. Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo in einem Hackerspace, redet darüber, wie Smart Home nicht wirklich toll ist und wie ihr das nicht mögt. Seid auf dem Weg nach Hause, stolpert über einen Stein, werdet vom Bus überfahren und findet dann irgendwann den Weg nach Hause, bis ihr dann bemerkt, wie blöd dieser Tag war, weil ihr den Schlüssel im Hackerspace vergessen habt. Und dagegen wollen wir vorgehen. Wir sind SmartKey und... Wir sind SmartKey und haben das Problem, dass wir Alltags- bzw. wir haben den Wunsch, dass wir Alltagsprozesse gerne automatisieren würden, damit wir das für die Gesellschaft und für einzelne Personen vereinfachen können. Unsere Bedingung war aber, dass wir diese neue Technologie, die wir schaffen, dass diese keine Risiken oder ähnliches für den Nutzer dann hervorbringt. Also dass wir nur positive Argumente haben, warum man diese neue Technologie nutzen sollte. Wir werden ein bisschen über die Programmierung sprechen und wie das Ganze funktioniert. Ja, also die Programmiersprachen, die hauptsächlich... Was? Wer fehlt denn? So, ja, einer von uns kann leider gerade nicht auf der Bühne sein, der hat Nasenbluten. Wurde vom Bus überfahren, genau. Ja, also die Programmiersprachen, die wir hauptsächlich verwendet haben, waren C und Python. Python läuft auf dem Raspberry Pi, also im Prinzip auf dem Backend. Und C wurde verwendet für das mobile Gadget sozusagen. Der C-Code ist auf diesem mobilen Gadget zwar fertig geschrieben, aber zeigt noch keinen komplett fertigen QR-Code an, weil der Algorithmus noch nicht komplett umgesetzt werden konnte aufgrund der technischen, dass es halt relativ kompliziert ist, für dieses Display einen Befehlssatz zu schreiben, der einen QR-Code im richtigen Format anzeigt. Da hat uns die Zeit ein wenig gefehlt. Wir werden deswegen ersatzweise mit einem Smartphone arbeiten, aber das Prinzip wird in etwa dasselbe sein, nur dass man dann am Ende ein anderes Device hat. Ja? Achso, genau. Jetzt zur Technologie, die wir verwenden. SmartKey funktioniert im Endeffekt so, dass man dieses mobile Device eben hat, bestehend aus einem Display und einem Mikrocontroller. Wenn man dort, also es gibt ein geteiltes Geheimnis zwischen der Basis und dem Mikrocontroller. Also geteiltes Geheimnis sagt Ihnen wahrscheinlich was. Also es ist ein Bestandteil der Kryptologie. Es wird also aufgrund dieses auf Basis dieses Geheimnisses ein Schlüssel generiert und der wird einem QR-Code dargestellt. Und dieser QR-Code dient halt der Verifikation. Das ist im Prinzip eine Art digitaler Schlüssel. Der Schlüssel verändert sich aber jedes Mal, wenn man einen Schlüssel aufruft, was den Vorteil hat, dass man nicht einfach dass man nicht einfach nur den QR-Code einmal abfotografieren kann oder trotzdem reinkommt. Das wirkt sozusagen dem Sicherheitsrisiko vor. Genau, und genau. Ja, wir wollen das Ganze einmal durchspielen, wenn wir das können. Wir müssen dazu eigentlich den... Kann man auf dem Pi was sehen? Kann man da was sehen? Wir müssen, glaube ich, auf die mobile Kamera wechseln, die da so... Sieht man was? Jetzt ist Also im Endeffekt haben wir einen mobilen Schlüssel, der ist portabel, also da wird ein QR-Code generiert. Wir haben dazu einen Algorithmus geschrieben, der dafür sorgt, dass wir Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen können und dafür sorgen, dass der Client sowie der Server, also die mobile Steuerung, die dann dafür sorgt, dass die Tür aufgeht, nur miteinander kommunizieren können, wie dieser QR-Code, der den beiden Geräten nicht bekannt ist, dann die Tür öffnet. Wir haben einerseits diesen Prototypen, den man nutzen könnte, um beispielsweise diesen QR-Code anzuzeigen. Da war das Problem, dass wir da jeden Pixel einzeln generieren mussten und das ein bisschen zu umständlich war. Man könnte portabel auch mit dem Handy, mit der Smartwatch oder mit dem Tresor, den man unter dem Arm hat, das da dran halten. Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Machst du die Kamera an? Wir haben... Und ihr habt die Endung vergessen. Ist das Deutsch-Tastatur, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, oder?
Ihr habt die Endung. Ja? Gehen wir so. Mal auf andere. Ja. Ja. Gut. Okay. So. Wir haben das Skript gestartet. In einer kurzen Sekunde schalten wir auf die Pi-Kamera um. Wir haben hier ein mobiles Gerät, welches den QR-Code gerade anzeigt. Wir haben ein kleines technisches Problem. Das war da alles gewollt, das Problem. Dann probieren wir den anderen Code. Ja, ich brauche mal. Ja. Also, die lange Wartezeit ergibt sich dadurch, dass die Kamera erstmal initialisiert werden muss und das Skript startet. Was? Genau, also ich erkläre jetzt einfach mal kurz, wie das abläuft. Es gibt ein Skript, das dauerhaft auf dem Raspberry Pi aktiv sein soll und im Prinzip dauerhaft diese, also nicht, doch dauerhaft diese Kamera anhat eigentlich, ne? Die Kamera scannt dann immer nach QR-Codes und wenn ein gültiger QR-Code gefunden wurde, dann wird dieser eingescannt und verarbeitet. Wenn der QR-Code falsch ist, dann wird dieser Schritt maximal, ich glaube, 5-mal wiederholt, bis sich das Ding einfach mal verschließt und sagt, okay, für 10 Minuten jetzt erstmal keinen weiteren Entry, weil sonst könnte man Brute-Force-Methoden versuchen. Wenn der richtige Key gefunden wurde, also der richtig abgeglichen wurde, dann wird er verifiziert. Das bedeutet, das gesicherte Objekt, in unserem Fall jetzt eine 3D-gedruckte Tür, würde dann entriegelt werden. Das heißt, der Pi schaltet sich dann sozusagen in die Tür. Eigentlich hatten wir einen Servomotor für die Präsentation vorbereitet, der sich aber kurzfristig dazu entschieden hat, einfach mal auszufallen. Deswegen können wir das leider jetzt nicht zeigen, wie genau das funktioniert. Das hat auch eben gerade mit dem Fehler zu tun. Weswegen, das ist ein bisschen schade. Was ich allerdings noch zeigen könnte, wäre, wie dieser QR-Code auf diesem Ding hier aussieht. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, deswegen sagen wir Dankeschön. Super, danke an Smarty. Ja, Wahnsinn, was hier alles. Jetzt wurde hier tatsächlich der 3D-Drucker bemüht. Wir machen weiter mit Worldation. Das ist der vorletzte Beitrag von heute. Worldation sind Linus, Lennart und Julian. So, da sind sie schon auf dem Weg. Ja, wir sind das Team Worldations. Das ist eine Zusammensetzung aus World und Donations. Und wir haben das Motto mit Code die Welt verbessern sehr ernst genommen und haben eine Spendenseite erstellt. Auf der Startseite sieht man eine Weltkarte, da es auf der Welt viele bedürftige Menschen gibt, die auf Spenden angewiesen sind. Genau, dann hat man die Startseite und dann kann man mit der Maus einmal über die Welt fahren. Zum Beispiel hier bei den Vereinigten Staaten wird es dann angezeigt oder in Brasilien oder auch Afrika. Und dann drückt man darauf, wird man auf eine Seite weitergeleitet. Oh, da steht dann ein kurzer Informationstext darüber und auch die Spendenorganisation darunter. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Greenpeace klicke, kommt ein kurzer Satz eingeschoben zu Greenpeace und dann kann ich auf Jetzt spenden klicken und dann dauert es ein bisschen. Man kommt direkt auf die Spendenseite von Greenpeace, wo man dann direkt spenden kann. Genau. Dann kann ich das auch alles wieder schließen. So. Und das funktioniert auch bei Brasilien und dann kommt das zu Brasilien. Kleiner Text. Und das funktioniert dann auch zu Brasilien. Das war nicht alles, was wir machen wollten. Wir haben uns erstmal darauf konzentriert, dass wir jetzt ein Ergebnis haben, was auch funktionieren würde und das wir hier vorstellen können. Und wir haben uns noch um einiges mehr
überlegt, was wir machen könnten. Zum Beispiel hatten wir die Idee, warum sollte man auf unserer Seite spenden und warum sollte diese Seite genutzt werden und warum sollte man überhaupt spenden. Es ist klar, dass man für den guten Zweck spenden soll, aber wir wollten die Leute dazu anregen. Und das haben wir in dem, da war unsere Idee, dass man eine Art Erfahrungssystem einführt, welches, wenn man jetzt zum Beispiel für ein gewisses Gebiet spendet, kriegt man eine bestimmte Menge an Erfahrung. Und wenn man jetzt ein Level aufsteigt, kann man vielleicht, könnte man es vielleicht mit Organisationen wie zum Beispiel Doodle Jump oder und so weiter in Verbindung setzen, dass man vielleicht mit dass man dort eine besondere Figur bekommen würde. Weiter hatten wir die Idee, dass man einzelne Minispiele in unserer Seite spielen kann. Zum Beispiel, wenn man einmal für das Gebiet im Himalaya gespendet hat, soll man dort ein Minigame freischalten, wo man den Mount Everest hochklettern muss. Und zuletzt wollen wir noch Mareike, Jan und Dominik danken, dass sie uns so viel geholfen hatten, weil wir wussten vorher fast noch gar nichts. Genau, wir sind hierher gekommen mit Bruchstücken, mit den Anfängen von JavaScript, mit ein bisschen Java und HTML. Und wir sind eigentlich hierher gekommen, um nur zu lernen. Und wir hätten nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und da nochmal danke an unsere Mentoren. Und es ist jetzt mit CSS, JavaScript und HTML geschrieben worden. Genau. Super, vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu RoboVR. Michael, Lukas, Alexander, Yama und Svenja. Oh, ihr seht, das sieht schnell aus hier. Was ist das schon wieder? Wieder was Gedrucktes, Ausgeschnittenes. Ich gebe euch schon mal ein Mikro hier in die Hand. Ich nehme es gleich. Okay. Ja, hallo, ihr müsst auch laufen, gut. Ja, genau. Genau. So viel schon mal zum Start, genau. Wir haben uns überlegt, wir wollen einen Roboter bauen und diesen Roboter mit Hilfe von Virtual Reality, mit Hilfe einer Oculus Rift steuern. Das heißt, unsere Zielsetzung war, wir wollten die Oculus Rift dazu bringen, diesen Roboter dazu bringen, dass er sich mit den Kopfbewegungen, die man mit der Oculus Rift macht, mitbewegt. Das heißt, wenn ich mich bei der Oculus Rift nach rechts drehe, sollte sich auch der Kopf des Roboters nach rechts drehen. Das war das Hauptziel dieser Sache. Das hat teilweise ein paar Schwierigkeiten gegeben, weil einfach der Zugriff zu der Oculus Rift teilweise ein bisschen eingeschränkt war, dadurch, dass wir ein paar Probleme hatten mit dem Arduino, den in Verbindung zu bringen und wir dadurch nicht mehr zu viel Zeit zum Testen hatten. Da gab es dann ein paar Probleme, warum das nicht 100% funktioniert hat, aber das ist durchaus noch ausbaufähig. Genau, um das mal kurz zu zeigen, wir haben hier eine kleine Wildnis gebaut, die dafür da ist, dass man, wenn man in Oculus Rift das Bild sieht, dass man nicht komplett die Orientierung verliert, weil vorher hatten wir nur eine weiße Fläche, wenn man sich da in Oculus Rift umgeguckt hat, hat man einfach nicht das Gefühl gehabt, dass man sich überhaupt bewegt. Und genau, deswegen kann man hier jetzt das ein bisschen sehen. Kleines Demo-Programm dazu, wo ein Roboter einfach gleichzeitig mal nickt und den Kopf schüttelt. Ups, ich sollte ihn vielleicht so drehen, dass man ihn dann auch sehen kann. Genau. Er bewegt sich fleißig, er dreht sich erstmal nur hin und her. Genau. Nochmal, okay. Genau, dieses Zucken am Anfang ist einmal die Initialisierung, dass die Motoren auf eine bestimmte Stelle gesetzt werden, sodass dann schon davon ausgehen kann, dass diese Schrittmotoren weiterarbeiten können. Genau. Dann gebe ich mal den Roboterbau weiter. Ja, also ich habe den Roboter gebaut. Zuerst mal ist unten ein Fuß. Eigentlich hatten wir überlegt, dass wir noch Räder ranbauen, damit er auch noch fahren kann. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, aufgrund von Zeitmangel und ja. Dann kommt darüber ein Servomotor, auf dem er sich halt durch Kopfschütteln bewegt. Darüber der Hals und dann wieder ein Servomotor, mit dem er dann nicken kann. Ja. Wir haben auch noch einen 3D-Drucker benutzt und zwei Servos und auch halt Inkscape, mit dem wir das vorgezeichnet haben und haben den Kopf vorgezeichnet und so, und dann haben wir das noch mit einem 3D-Drucker ausgedruckt und haben das zusammengesetzt und
haben noch die Servos da dran gemacht. Ja, die Servos werden hier durch ein... Die Servos werden durch einen sehr kleinen Arduino gesteuert. Mir fällt das Wort immer nicht ein. Den habe ich programmiert. Er bekommt Befehle vom Computer, rechnet die für die Servos um, sodass sie sich entsprechend drehen, nicht überlasten und so funktionieren, wie sie sollen. Ja. Genau, einmal noch mal kurz zur Übertragung. Wir haben von Unity aus mit C#. Und ich stehe falsch zum... Ne, die Boxen sind zu laut. So. Okay. Übertragen wir das Ganze über das USB-Kabel, über den COM-Port auf den Arduino, senden da Signale, auf welche Positionen sich die Motoren drehen sollen. Das Ganze ist über C# gemacht und genau. Dann mal zu den Aussichten noch. Wir wollten auch noch die Kameras, die schon angebaut sind, mit einem Raspberry Pi verbinden, damit man über die VR-Brille noch aus der Sicht des Roboters sehen kann. Und das sollen wir später noch machen. Ja. Das war die letzte Gruppe. Herzlichen Dank. Das waren 16 Jugendtag Nord 2016 Projekte. Ich finde, das ist ein Riesenapplaus wert. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, Sie hatten 44 Stunden Zeit. Natürlich haben wir Sie schlafen geschickt, also wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als 44 Stunden Zeit. Ich finde, das sind mega spannende Projekte und ich bin wahnsinnig stolz. Genau, hinter mir ist es schon angeschlagen. Wir verabschieden uns von der Jury. Ihr habt jetzt eine verdammt schwere Entscheidung zu treffen. Wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Viel Erfolg! Ihr anderen, bleibt noch mal kurz sitzen. So, der Rest bitte noch mal hinsetzen. Nur weil ich die Jury entlassen habe. Es ist vollkommen richtig. Wir machen jetzt gleich 30 Minuten Unterbrechung, bis wir das Ergebnis erfahren. Aber der Publikumspreis. Ihr habt Stimmzettel bekommen. Es sind noch nicht alle ausgeteilt worden. Ihr bleibt bitte diejenigen, die sitzen, bleiben bitte sitzen. Birte kommt mit Stiften und der Box rum, um es einzusammeln. Zara steht hinten für die Stehenden, ebenfalls mit einer Abstimmbox. Wir sammeln die jetzt ein. Ihr habt 5 Minuten kurz Zeit. Wir sind nicht in der Schule. Ich glaube, 5 ist das Beste. Genau. 5, euer Favorit. 1, ja, ganz nett. Aber alle Projekte waren einfach großartig. Wenn ihr abgestimmt habt, holt euch einen Kaffee, holt euch was zu trinken. Hinten, ganz hinten an der Wand, stehen Snacks und Kuchen bereit. Unterhaltet euch. Für die Kids. Letztes Jahr wurde ich 3 Tage lang gefragt, wann sie endlich ein T-Shirt kaufen können. Jetzt hier vorne in der Ecke sind T-Shirts zu kaufen. In 30 Minuten sehen wir uns wieder hier. Viel Spaß!